Liebe Gemeinde, ich habe jetzt schon leider 1000 gebraucht, aber es ist geschafft. Wir haben wieder die Zeit, um Siedler aufzunehmen. Und wir starten direkt. Wir sehen, dass wir die Kampagne eigentlich schon ziemlich weit abgeschlossen haben. Aber eben noch nicht ganz abgeschlossen. Hier fehlt schon ein Katzenhaar rum. Unfassbar. Worauf ich hinaus wollte. Nun ja, wir haben letztens die große Seuche bekämpft, in der wir dann... Nee, Schwachsinn. Wir haben letztens die Nebelberge absolviert, wo wir gemeinsam an Seite mit Kerberos den, ja, ein Stück vom Orb gekriegt haben. Und... ja, da haben wir mehr oder weniger friedlich-kriegerisch... so eine friedlich-kriegerische Mischung haben wir angewandt, um an das Stück dran zu kommen. Das nehmen uns bestimmt die Einwohner dieser Region nicht übel. Auf alle Fälle begeben wir uns nach Evalance ins Land unseres Feindes Mordred. In dieser unwirklich düsteren Gegend thront die Feste von Evalance nahezu unerreichbar auf spitzen Klippen. Endlich würde wohl Dario auf seinen Widersacher Mordred treffen. Oder? Wisst ihr was? Keine großen Worte, Karte starten. Für große Worte haben wir nachher noch Zeit. Hallo Pilgrim, wie geht's denn so? La 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 la. Immer wenn ich anfange mitzusehen, geht das Spiel gleich los, ich merk's. Also schweige ich vielleicht lieber irgendwann das Labelchen. Die Nebelberge waren passiert und Evalance breitete seine düsteren Schatten über die verdorrte Landschaft aus. Schwarze Nebelschwaden zogen aus den tiefen Kratern. Kerberos wollte vorauseilen, um Mordreds Anhänger auf Evalance Irre zu führen, da Mordred nicht ahnte, dass Kerberos nun gegen ihn tätig war. So trennten sich an der Gabelung die Wege von Kerberos und dem Rest der Gemeinschaft. Nahezu unerreichbar schien die Festung von Evalance, die trotzend oben auf dem Berg thronte, einem Hüter gleich, der seine wachsamen Augen auf alle Eindringlinge zu richten schien. Von Außenposten beschützt, bettete sich die Festung in Sicherheit. An ihnen schien ein Vorbeikommen nahezu unmöglich. Der Rest der Gemeinschaft fand eine verlassene Siedlung am Fuße des Berges und beschloss, dort auf die Rückkehr von Kerberos zu warten. Der Siedlungsplatz sollte genug Raum zum Aufbau eines schlagkräftigen Heeres bieten. Nach einigen Tagen traf ein Bote ein, der Kundschaft für die Helden hatte. Kundschaft? Endlich können wir es verkaufen. Seid gegrüßt, edle Herren. Und Milady natürlich auch. Ich komme aus Tendril, jener einst mächtigen Festung im Osten des Landes. Der Regent der Stadt schickt mich. Kenn ich nicht. Entschuldigung, nie gehört. Er hatte von eurer Ankunft gehört und bittet euch, Dario, auf eine Unterredung nach Tendril zu kommen. Es handelt sich offenbar um eine äußerst dringliche Sache und ihr möget euch eilen. Ja, beruhig ich denn den Schnaps. Missionsziele, sucht mit Dario den Regent von Tendril im Osten des Landes auf. Vielleicht. Mal schauen. Ja. Was soll man noch großartig sagen? Dario ist ein Genie. Der Tag der Wir haben in den Nebelbergen eine ganz schöne Armee aus Arbalestenschützen aufgebaut. Aber gern? Und was macht der Typ? Der lässt sie da zurück. Der lässt sie da zurück. Wir müssen alles von vorne machen. Dario. Was ein Idiot bist du eigentlich? Ich habe nicht mal einen Bauernhof. Komm. Ist in Ordnung. Was macht unsere Einsatzgruppe 0? Mir ist, als ich die Aufnahme gestartet habe, noch eins aufgefallen. Das Siedlerflugzeug etwas älter ist, als ich angenommen hatte. Nämlich. Das Datum ist jetzt kein Geheimnis mehr. Muss man auf der Packung nachschauen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Bauer beginnt eure Siedler. Sehe ich gerade nicht. Man wäre sehr, sehr kompetent, warte. Warte. Ne, sehe ich gerade nicht. Bin auch gerade ein bisschen zu... Ach, jetzt will ich schon mit der WASD-Steuerung steuern. Ich bin ein bisschen Neverwinter und Dragon Age. Und auch noch Skyrim geschädigt. Nein, Skyrim werde ich nicht aufnehmen. Das packt mein Computer nicht.
Eine Hochschule. Die Leute hier brauchen keine Grundschule, die gehen direkt an die höhere Schule. Da sitzt ein Bergmann, der sitzt da ganz gut, finde ich. Aber gern. Da ist ganz gut. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ja, auf jeden Fall stammt es noch aus der Zeit, eigentlich sollte ich gar nicht an der man, in der man die Tastaturbelegung nicht wirklich ändern konnte. Ja. Leck mich doch kein Holz. Und das geht ein bisschen auf die Nerven. Ja. Denn man kann jetzt mit, man kann mit entfernen rotieren. Es ist Zeit. Das ist bekannt. Man könnte auch mit einfügen rotieren. Aber einfügen, aber die Einfügen-Taste gibt es auf meinem Laptop nicht. Ja. Wollte ich also die, die Tastaturbelegung insofern ändern, dass ich dafür eine andere Taste, nämlich meine zusätzlichen Maustasten einsetzen wollte. Jupp. Computer sagt nein. Ja, gern. Diplomatie. Dunkle Horden, Leonardo und Tendril. Leonardo hat natürlich seine eigene Seite, ist klar. Aufträge. Sucht mit Dario den Regenten von... Den Regenten von Tendril auf. Ich hab getan, im Osten des Landes liegt die einst mächtige Festung Tendril, von der ihr noch nie etwas gehört habt. Der Regent der Stadt ersucht euch dringendst, mit Dario bei ihm vorzusprechen. Es handelt sich um eine äußerst wichtige Sache. Er soll das selber kommen. Sucht mit Dario den Regenten von Tendril auf. Tendril ist eine große Stadt im Osten des Landes. Der Regent wird nur mit Dario sprechen wollen. Ich glaube, er wird mit Helias auch sprechen. Natürlich. Warten wir, natürlich. Komm, ja. Helft mal mit der... Ey, komm. Wird erledigt. Eine Gruppe 0 übergibt sich auf so ein Niveau herab. Dafür werben wir einfach noch weitere Leibis an. Kommt. Holz, 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 Holz. Natürlich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das so. Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Ja, sehr schön. Interessiert auch wieder niemanden. Und auch immer noch gilt die Devise, alles mitnehmen, alles erkunden, alles gesehen haben. So auch mit dem Bergmann. Und nicht vergessen, F6 ist Quicksave. Das würde ich liebend gerne, würde ich liebend gerne auf F5 ändern. Bergmann! Ja, mein Lord. Wollt ihr hoch in das große Ödland? Dort findet ihr noch alte, verlassene Türme mit gefährlichen Aufbauten. Man sagt, sie gehorchen dem, der sie aus urzeitlichem Schlaf erweckt. Ihr solltet es einmal versuchen. Und warum machst du das nicht selber? Ja. Wenn du deine Armee aus Geschütztürmen hättest, wäre doch schön. Du könntest deinen Schuppen drunter bauen und niemand wird dich jemals stören wollen. Aber nein. Vor allen Dingen, der Typ steht da an seinem Lagerfeuer und wartet darauf, dass irgendwelche Typen hier ankommen. So gut ich kann. Nur damit er denen Bescheid sagen kann und sich dann verpisst. Okay, warum nicht? Also... warten wir noch ein bisschen. Wir müssen natürlich da aufbauen. Konstruktion ist das erste, was wir erforschen. Damit wir uns da Sägewerk und Ziegelhütte bauen können. Damit wir Holz und Lehm veredeln können. Es ist aber schon eine ganze Weile her. Ich hatte zwischenzeitlich wieder eine riesige Siedlerpause, was mir ja so immens leid tut. Aber jetzt, wo ich irgendwie eine Stunde Folgen von Dragon Age Awakening die ganze Zeit hoch im Hochladen bin, ergibt sich tatsächlich fast täglich die Gelegenheit dazu, ja, eine kleine Siedlerfolge dazwischen zu schieben. Daher geht das Siedler-Let's Play auch seit kurzem weiter. Obwohl die Folgen da, keine Ahnung, wie viele Monate alt sind? 4, 5? Es ist Zahltag. Wird sich gleich regeln. Das wird sich alles gleich regeln. Jetzt schon ausbauen ist noch nicht nötig. Das wäre vielleicht ein bisschen unklug.
Gruppe 0 kann auch mit Holzhacken reden. So. Ist gut. Wir erkunden derzeit mit unseren Leuten weiter die Gegend. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Hier ist ein Plateau. Also wir sind auf einem Plateau. Das heißt, wir könnten diesen Zugang mit ein paar Türmen sichern. So gut ich kann. Was ich auch für eine relativ gute Idee halte. Und inwiefern Kerbros Plan aufgehen wird, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob der das hinkriegt. Ist in Ordnung. Ich meine, der kriegt es ja noch nicht mal hin, mit seiner riesigen Armee eine Stadt zu stürmen. Und, naja, was hat Kerbros eigentlich bisher überhaupt die Reihe gekriegt? Ich gebe mein Bestes. Ja, gern. Außer sich 10.000 Mal von uns besiegen zu lassen. Ich gebe mein Bestes. Von irgendeinem so Typen, der keine Ahnung, also von irgendeinem so Dario da, der keine Ahnung von Taktik und wenn so weiter Gott hat. Es so will. Ja, mein Herr. Natürlich. So gut ich kann. Also gar nicht. Was? Wir haben nicht genug Lehm. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Die hängen wir auch sozusagen dran. Wenn's denn sein muss. Dann brauchen wir aber noch ein weiteres Wohnhaus. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Nein. Nichts. Natürlich bauen wir mehr Bauernhöfe. Wir müssen nur kurz warten, bis wir den nötigen Lehm wieder haben. Wenn Gott es so will. Wenn Gott es so will. Also Helias, kauf dir mal eine neue Platte, die alte ist hängen geblieben. Jawohl. Zahltag. Ja. Wie ihr wünscht, so gut ich kann. Ihr kennt es natürlich. Doch, ich mag den Nebel des Krieges nicht. Natürlich. Den Nabel des Krieges. Ich hab getan, was ihr wolltet. Sofort. Da. Toll nochmal. Ja, mein Herr. Und dann marschieren wir gleich nach Tendril, nachdem wir die ersten Ausbauten durchgeführt haben. So gut ich kann, wenn Gott es so. Und ich möchte mich noch nicht zu weit nach Norden wagen, denn da steht ja halt Evelance und ich glaube, gegen die Kräfte von dort können wir noch erstmal gar nichts ausrichten. So mit Kanonentürmen bestückter Vorposten und ich nehme an, die fahren die gleich direkt mit den megamäßigen Truppen auf. Es gibt nicht genug zu essen. Weil wir ja schon ziemlich im Late Game dieses Spiels sind. Ja, gern. So gut ich kann. Das heißt, wir werden das Übliche machen, unsere Armee aus Arbalesken schützen machen, uns feige, wie sie sind, aus der Entfernung alles umbringen. Findet ihr gut? Ich auch. Toll, da wird genau einer nichts zu essen haben. Ich sag's euch. Und das ist dann vermutlich der Bauer. Fertig. Tatsächlich nicht. Ah doch, da hat der Sägewerker konnte noch in der. Da noch. Ja, sozusagen essen. Dann ist ja gut. Wenn ich etwas Schlimmes sage und mich irre, dann bin ich immer glücklich. Ein Siedlungsplatz, das ist natürlich günstig. So will, wie ihr wünscht. Ich möchte noch gar nicht über irgendwo eine Furt überqueren. Ich möchte jetzt einfach nur hier sitzen. Nein. Ich möchte jetzt einfach nur erstmal unser Gebiet aus kundschaften, damit wir wissen, wo unsere Grenzen sind, was wir alles. Wenn Gott es so will, wie ihr wünscht. Was wir alles einnehmen und verteidigen können, wo unsere Ressourcen sind. Ja, mein Herr. So gut und wo eben Superstellen für Kanonentürme sind. Wenn Gott es so will. Nur gerade kein Bock. Noch nicht, wir gehen noch nicht nach Tendril. Okay, ich glaube, hier begeben wir uns zu nah an Evelos ran. Hier sind nämlich die, Diese Fliegen. Ja. Problemschacht, den ihr bitte entdeckt. Was können wir denn gerade so bauen, ne? Wehrpflicht wird gerade erforscht. Lehm. Und dann? Schnauze, dann mach einfach. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dumm. Aber irgendwie voll klischeehaft. Der böse sitzt hier in einer riesigen, super starken Festung
Und natürlich fühlt er sich sehr wohl im Vulkangestein. Natürlich. Also in schwarzen Bergen mit seinen schwarzen Rittern. Okay, da sind Palisaden, da gehen wir noch nicht hin. Wenn Gott es so will, wie ihr wünscht. Aber warum redet eigentlich Helias? Daru ist doch der Ranghöchste. Er ist König. Mehr oder weniger. Verpiss dich, Fliege. Warten. Das grundlegende Prinzip dieses Spiels ist eigentlich darauf zu warten. Es ist Zahltag. Und das war's doch schon. Also darauf zu warten, dass Ressourcen drin sind, dass Zahltag ist. Das ist doch noch eine Eisenader aus. Eisen werden wir brauchen für unsere Arbalestenschützenarmee. Bildung. Okay. Nein. Das Gebäude stehendes Heer ist nun ausgebaut. Ja. Geht doch. Gruppe 0. Können wir denn schon eine... Wir haben keine Steine. Natürlich haben wir keine Steine. Wir haben sie auch die ganze Zeit zum Fenster rausgeschmissen. Und ein Steinbruch ist auch nicht in sichtlicher Nähe. Lehm kommt schon langsam rein, aber gerade brauchen wir Stein. Wenn aus mir sollte ein Poet werden. Ich gebe mein Bestes. Mehr Po als Ed. Ich gebe mein Bestes. Ja, gern. Ja, mein Herr. Selbstverständlich. Und wie üblich schauen wir auch, ob hier irgendwo Kisten sind. Ich gebe mein Bestes. Natürlich. Aufträge immer noch. Ach ja, ich sag, das war so, F8, ja. Wir spielen jetzt seit einer Viertelstunde. Ich hab jetzt auf dieser Festplatte... Was? Bitte? Attacke! Na, die müssen natürlich gleich loslegen hier. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, die Gemeinschaft des Ringes ist unterwegs. Die wird nur 10 Tage zu spät kommen. Na gut. Reparier das mal, bitte. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Im Namen des Herrn. Ja, ist klar, Gandalf, Schnauze. Gebt Acht, die Falle Mach ist mal. Aufgestellt. Streitet furchtlos. Für die Ehre. Einsatzgruppe 0 regelt das. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Na gut. Und der wir werden also jetzt schon angegriffen. Nach Viertelstunde. Heureka! Wir haben das stehende Heer. Wir haben keine Steine. Ich würde mal sagen, die Helden gut. bleiben da und ja, Daru geht. Wie ihr wünscht. Zum Erkunden. So gut ich kann. Daru ist ein bisschen entbehrlicher. Ist zwar der königliche Erbe, aber. Entbehrlich, der kann ja, nichts. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ihr könnt dann gleich weiterhelfen. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Das ist mir scheißegal, wo ihr sein solltet. Baut man diese Eisenmine. So, das braucht man immer. Ist in Ordnung. Immer! Ich meine, ist Eisen ja ein Grundnahrungsmittel. Ja. Zumindest für mich. Ja. In Ordnung. Gut. In Ordnung. Wie ihr wollt. Leck mich doch am Arsch. Sehr wohl. F6,